Hallo und willkommen! In diesem Video geht es um die Auswirkungen verschiedener Parameter auf die Exponentialfunktion. Die allgemeine Form der Exponentialfunktion lautet f von x ist gleich a mal b hoch c mal x minus d plus e. Wir wollen nun nacheinander untersuchen, welche Auswirkungen die Parameter a, b, c, d und e auf den Graphen der Exponentialfunktion haben. Den Parameter b werden wir jedoch erst zum Schluss betrachten und setzen ihn bis dahin auf 2 fest. Im Folgenden betrachten wir somit die Funktion f von x ist gleich a mal 2 hoch c x minus d plus e. Nun beginnen wir, nacheinander die Auswirkungen der Parameter a, c, d und e zu untersuchen. Beginnen wir mit a. Dazu setzen wir c gleich 1 und d und e gleich 0. Wir haben die Funktionsgleichung f von x ist gleich a mal 2 hoch x. Für a wählen wir die folgenden Werte: minus 1, 1, 2 und 1/2. Damit erhalten wir die Funktionsgleichungen f1 von x ist gleich minus 1. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com